Was könnt ihr tun, wenn ihr rassistisch beleidigt werdet? Und wie könnt ihr als Außenstehende handeln, um euch gegen Rassismus zu stellen? Rassismus kann in jedem Kontext stattfinden. Manchmal offen hasserfüllt, manchmal merkt man erst auf den zweiten Blick, was da gerade gemeint war. Podcaster und Antirassismus-Experte Zuhair Yasmati weiß, womit Betroffene zu kämpfen haben. Dass ihnen sehr häufig einfach nicht geglaubt wird, wenn sie von rassistischen, antisemitischen, rechten Erfahrungen irgendwie sprechen. Das heißt, Menschen, die von Rassismus, Antisemitismus betroffen sind, müssen immer wieder sozusagen mit der Frage kämpfen, ist dir das wirklich passiert? War das wirklich so schlimm? Rassismus ist Alltag in Deutschland. Und dass es ihn hier gibt, bestätigen 90% der Deutschen. Dem Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor von 2022 nach erkennt fast jede zweite Person an, dass es dabei nicht nur um einzelne Handlungen geht, sondern Rassismus ein strukturelles, institutionalisiertes Problem ist. Ich verstehe das, das macht keinen Spaß. So, es ist nichts irgendwie, was angenehm ist, irgendwie zu sagen, wir haben uns da nicht genug mit beschäftigt. Aber ich glaube, für die Wahrung des gesellschaftlichen Zusammenlebens, des gesellschaftlichen Friedens, muss einfach diese unangenehme Diskussion geführt werden. Immerhin, mehr als 70% der Menschen in Deutschland sagen auch, wir wollen Rassismus entgegentreten. Nur 35% der Menschen in Deutschland sind weder direkt noch indirekt mit Rassismus in Berührung gekommen. In Gruppen, die vor allem Opfer rassistischer Weltanschauung sind, haben hingegen 58% bereits Rassismus erlebt. Das hat ganz reale Auswirkungen, manche weniger sichtbar, wie die Diskriminierung bei Wohnungssuche, bei Banken, im Arbeits- oder Schulalltag oder im Kontakt mit Polizei oder vor Gericht. Aber auch psychische Krankheiten, Verletzungen oder gar den Tod. Und auch sogenannte alltagsrassistische Vorfälle, wie übergriffige Fragen oder Berührungen, stellen eine Belastung dar. Okay, aber was können wir jetzt aktiv dagegen tun? Wenn ihr hört, wie eine Person in eurem Beisein rassistisch beleidigt wird, dann macht den Angreifenden klar, dass ihre Aussagen nicht akzeptiert werden und sie mit Konsequenzen rechnen müssen. Weil das ist genau Allyship. Allyship bedeutet, darauf hinzuweisen, wenn potenzielle TäterInnen rassistische oder antisemitische Aussagen machen. Versucht, wo es geht, die Situation zu deeskalieren. Es kann außerdem helfen, wenn ihr das Geschehen filmt und den Angreifenden damit zeigt, dass ihr das Beweismaterial, wenn nötig, an Sicherheitsbehörden weitergebt. Passt auf euch auf. Eure eigene Sicherheit steht immer im Vordergrund. Wenn ihr das Gefühl habt, die Angreifenden sind gewaltbereit, dann verlasst die Situation und sucht Hilfe. Bietet den Betroffenen zum Beispiel an, ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen, bis sie und ihr sicher seid. Haltet die Menschen in eurem Umfeld dazu an, sich weiterzubilden. Reflektiert eure Aussagen und Verhaltensweisen. Diese Kultur des Antirassismus, die Kultur des Antifaschismus, eine Kultur des Nie-Wieders, braucht eben auch die ganz klaren Stoppsignale und es braucht die lauten Stimmen. Ansonsten nutzen die Feinde der Demokratie eben diese Leerstellen, wo Stille herrscht, sofort aus. Solidarisiert euch, nehmt an Demos teil oder meldet rassistische Kommentare im Netz. Ich bin auch ein Fan davon, mit Menschen sich auszutauschen und eben auch mehr Sensibilität für die unterschiedlichen Erfahrungen, die wir in Deutschland einfach alle haben, zu sammeln. Und wenn ihr selbst einen rassistischen Angriff erfahren musstet? Dann ist das absolut normal, dass man sich erst einmal machtlos fühlt. Es gibt viele Hilfsangebote, die ihr in Anspruch nehmen könnt. Wenn man beispielsweise Diskriminierung erlebt hat, gibt es eben diese Beratungsstellen, die psychosoziale Unterstützung einem geben können, die juristische Unterstützung geben können. Rassistische, rechtsradikale Angriffe führen dazu, dass das Thema immer wieder präsent in den Medien ist und auch im Privaten viel darüber diskutiert wird. Das kann für Betroffene mental sehr belastend werden. Viele der Bilder können retraumatisierend sein. Fühlt euch nicht dafür verantwortlich, wie andere handeln. Macht euch bewusst, ihr müsst keine Aufklärungsarbeit leisten. Legt auch Pausen ein und achtet auf eure mentale Gesundheit. Nur mit der Stimme der Zivilgesellschaft wird das etwas werden, weil ansonsten wachen wir wieder in einem Land auf, das wir nicht wiedererkennen können.